Wir gucken mal auf den Stundenplan. Aber sagt, Sachunterricht ist ihr Lieblingsfach. Mal schauen, was jetzt kommt in der dritten Klasse. Ja. Das ist ja ein Ding. Ein Zufall. Hier bei Luki, Schule und ich seid ihr nicht nur Jäger und Punktesammler. In der nächsten Prüfung werdet ihr auch Spurenleser. So. Ihr seht gleich 8 verschiedene Tiere und anschließend eine Tierspur. Okay. Also Tatzen, Pfoten, Krallen, Schuppen, Hufe, alles, was das Tierreich hergibt. Und ihr müsst mir sagen, welches Tier diese Fährte hinterlässt. Es gibt 8 Antwortmöglichkeiten. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt diese Prüfung. Und das hier ist die erste Runde. So, los geht's. Ihr seht hier Braunbär, Bisamratte, Eichhörnchen, Wolf, Marder, Luchs, Igel, Fuchs. Und das hier ist der Abdruck. Wir beginnen bei den Kids. Was glaubt ihr? Na, einfach nur sagen, also, ihr müsst nicht buzzern. Das ein Braunbär ist das. Max sagt, das oh, ist shit. Völlig klar. Der Braunbär ist der Braunbär richtig. Falsch. Rüber geht's zu den Wips. Da wäre die richtige Tatze gewesen. Frank, du als Koch würdest was sagen? Luchs. Hast du schon mal ein Luchsgeschnetzeltes gemacht? Nee, aber Luchsfilet. Lachsfilet. Ach, jetzt habe ich es mir vertan. Ah, ja. Nee. Haha. Würdest du Luchs sagen oder Wolf? Ich finde es schon sehr luchsig. Dann versuchen wir mal den Luchs. Ja. Frank Rosin, der Koch, sagt Luchs. So sieht die Tatze vom Luchs aus. Max ich würde mal Marder probieren. Anna sagt Marder und holt den ersten Punkt für die Kids. Sehr gut, Anna. Wir können uns die anderen Tatzen mal angucken. So sieht das aus. Fuchs, Igel, Eichhörnchen. Sehr, sehr süß. So, nächste Runde. Aber doch. Baumfrosch, Dachs, Iguana, Chamäleon, Gecko, Eidechse, Lemur, Koala und hier der Abdruck. Super kompliziert. Die Wips fangen an. Also dieser abgespreizte Daumen lässt ja darauf schließen, dass da jemand greifen können muss. Ja. Dann wären wir fast beim Koala, ne? Weil der verbringt ja irgendwie 95% seines Daseins in Eukalyptusbäumen. In Bäumen, richtig. Und berauscht sich damit Eukalyptus. Das sieht sehr nach Greifhand aus. Ja, der Lemur aber, glaube ich, auch. Oh. Okay. Naja, vergiss einfach das, was ich gerade gesagt habe. Wir nehmen den Lemur dann. Lemur. Lemur? Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person. Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person geht der Punkt an euch. Zack, sofort gelöst. Und das war tatsächlich sehr, sehr richtig. Der abgespreizte Daumen sorgt für die Griffkraft beim Klettern. Der Koala braucht nämlich 2, guck. Ah, das hört sich einfach auch ein bisschen. Aber sehr gut kombiniert bei Christoph. Und das wären die anderen gewesen. Steht 1:1. Muss man so ein bisschen mehr Zeit nehmen. Die haben jetzt auch Zeit. So, nächster Fußabdruck. Ist deiner Zeit voraus. Leicht. Dürfen wir das nicht so raushauen direkt. Katze, Stachelschwein, Waschbär, Hund, Bisamratte, Hase, Ameisen, Igel, Opossum. Hier ist der Abdruck. Schön. Kids, bitteschön. Wir fangen. Biene zu dem Stachelschwein. Also ich würde ausschließen würde ich die Katze. Ausschließen würde ich den Hund und den auch, Hund. Ne? Waschbär. Obwohl, Waschbär könnte sein. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, dass die so sehr, sehr weirde Pfoten haben. Sieht aus wie so ein Wurfstern fast, wie so ein halber Wurfstern. Der Hase definitiv auch nicht. Das Opossum könnte ich mir auch vorstellen. Beim Ameisenigel würde der Fuß zur Friese passen. So, das wäre stimmig irgendwie. Das ist ganz schön punkig, so ein Ameisenigel. Nice. Ne? Punkig. Der ist sehr punkig, ne? Ja, ja. Als ob er so ein Drummer bei Kraftklub ist. Ja, der hört so Sex Pistols. Bei den toten Hosen. Nasenfarbe also hat er ich auch. Glaube, entweder Stachelschwein, Opossum, Ameisenigel oder Bisamratte. Bei den vieren kann ich mich gerade nicht entscheiden. Gut. Ratte hast du schon mal die Hälfte? Ich glaube, Ratten haben andere Füße. Dann lass uns das Opossum nehmen. Hey, Opossum, komm. Opossum, ihr lockt das Opossum ein. Und das war Anna, die da ein bisschen treibende Kraft war hinter dieser Antwort. Ja, wir gucken, ob dieser Instinkt dir, Max, wieder hilft. Du hast gehetzt auch. Es war gehetzt, aber stimmt! Ihr seid sehr stark! Super. Matchball liegt schon bei den Kids und wir können uns die anderen Spuren mal angucken. Gewusst, übrigens. Wir haben es gewusst. Natürlich. Die Wips haben es auch gewusst, natürlich. Nächste Runde. Wir sind immer noch in der dritten Klasse. Sachunterricht. Känguru, Spatz, Kuh, Okapi, Huhn, Elch, Lama, Strauß. Was aussieht wie eine Speisekarte in einem Restaurant von Frank Rosin. Ja. Ist aber eine alles entscheidende Runde. Und die Wips können den Ausgleich machen. Hier ist der Fußabdruck. Was ist denn das?
Und blankes Entsetzen in euren Augen. Wir können ja nach dem Ausschlussverfahren arbeiten. Es ist kein Huhn, kein Spatz, keine Kuh. Eine Elch ist auch eine Kuh. Ist auch ein Huftier. Ja, aber guck mal, so weit sind die beiden voneinander entfernt. Die Frage ist, wofür braucht das Tier hier jetzt diese... Jetzt misch dich bitte nicht in die Evolution ein. Einfach nur sagen, von wem der Abdruck ist. Okapi. Ja, ich finde es auch relativ Okapi-esk. Ja, letztens noch... Frank und Christoph sagen, diese Tatze ist Okapi-esk und loggen das Okapi ein. Liebe Kids. Boah, schwierig, ey. Dann lass uns doch das Lama nehmen. Lama? Nee. Ach, das kommt. Der Lama hat doch auch so Hufe, oder? Würde ich mal tippen? Ich dachte, nee, das ist das Negativ. So, lass Antwort. Sollen wir das Känguru nehmen? Oder du hast eigentlich ein mein erster, gutes Gefühl. Was ist dein erster Impuls? Känguru? Als Känguru kannst du damit so geil. An, ne? Die haben da so eine riesen Dinger und dann. Und dann lass. Känguru. Wir nehmen. Känguru! Max! Was willst du? Was willst du? Strauß, doch nicht. Komm, Max, Känguru, komm. Max, schreite zur Tat. Nimm das Känguru. Ja, lock das Känguru ein, wenn die Antwort stimmt, habt ihr gewonnen. Genau, das wahrscheinlich ist Lama. Scheiße. Nein. Wir gucken, ob das Känguru stimmt. Nein. Natürlich! Ja! Krass. Tja. War mir sehr unsicher. Ja. Ich kann mir gerade keinen Kängurufuß vorstellen. Hast du gerade... Doch, da ist er. Guck. Der aber so im Ganzen, weißt du? Der ist doch so lang. Ja, stimmt, so ein Ding, ne? So, ja. So. Ja, zum Ab, zum Springen sehr braucht das Schenkel. Känguru. So ein Ding habe ich gedacht, man könnte damit nicht abspringen. So ein Ding? So, das ist eine Winkelkatze. Ja. Das ist nochmal was anderes. Na gut. Ja. So. In der Bundesliga werden sie gerade nicht verteilt, aber bei uns schon. 3 Punkte und das völlig zu Recht auf euer Konto. Ihr habt super gespielt. Freude, Freude.